Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ich bin der Bulli und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur vierten Folge bei DayZ. Und das erste, was ich jetzt gerade eben, als ich das Spiel gestartet habe, festgestellt habe, hier ist irgendwo ein Viech in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, was. Ich höre es zwar, aber ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas läuft hier auf jeden Fall rum. Also vom Geräusch her würde ich sagen, es könnte wieder irgendwie so ein Hirsch sein oder sowas. Da hinten läuft was, ne? Oder nicht? Doch, da läuft irgendwas. Was ist das? Ist das Kühe? Vielleicht waren das auch Kühe, die ich neulich gehört habe. Weiß ich, sind die aggressiv? Falls ja, muss ich mir irgendwas suchen, wo ich raufklettern kann. Das ist doch keine Kühe, oder? Das sind Schweine. So ein Schwein wäre ja mal was Feines, ne? Ja, ich versuche das einfach mal. Ich hüpfe dazu jetzt einfach mal hier auf so ein Strohbein und dann lege ich mich mal beim Zielen hin. Weil ich denke mal, erstens könnte ich hier vielleicht sogar halbwegs sicher drauf sein aus dem Strohbein. Weiß nicht, ob die hier einfach so drauf können. Und zum anderen ist dann die Waffe ruhiger. Fall um. Verflucht. Satz mit X, das war wohl nix. Tja, das war nix. Schade. Wäre cool gewesen, aber naja. Man kann nicht alles haben. Gut, dann muss ich jetzt die Waffe auf jeden Fall erstmal nachladen. Na, 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 na. Schade. Das war irgendwie, ja, eigentlich war es einfach eine Munitionsverschwendung. Aber gut, ist jetzt halt so. Ich habe hier irgend so ein doofes Symbol. Warum? Achso, ich bin vielleicht noch nass, das kann sein. So, das da. Und das da. So, und dann lade mal nach. Schade, ich hätte gern so ein Schwein gehabt. Aber das da vorne, das sieht irgendwie aus wie eine Tankstelle, ne? Da gehe ich auf jeden Fall jetzt mal hin. Guck ich mir mal an. Ich weiß ja gar nicht, wie funktioniert das in diesem Spiel mit den Fahrzeugen? Die muss man scheinbar zusammenbauen oder so, ne? Kann das sein? Hm. Muss mir vielleicht mal jemand erklären, der das weiß. So, jetzt muss ich aber erstmal. So. Mächtige Spitzhacke. So. Ich gucke mir da jetzt nochmal diese Tankstelle oder was es da auch immer ist, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht finde ich da noch ein bisschen Nahrung. Weil irgendwie mit Nahrung haben wir es ja nicht so, ne? Das ist irgendwie. Irgendwie ein bisschen mau. So, dann mal die Spitzhacke. Besser als hier rumzuballern. Hm. So. Achso, die Tür ist hinten. Und natürlich ist sie offen. Was haben wir denn hier? Verband. Oh, Verband ist gut. Verband nehme ich mit. Komm, Batterie. Ich nehme keine Batterie mehr mit. Was ist das überhaupt hier? Eine Bomberjacke. Was für eine demoliert. Was hat meine? Arbeitsjacke makellos. Hm. Aber ich glaube, ich will lieber eine Bomberjacke tragen. Anstatt diese komische Arbeitsjacke. Schon irgendwie seltsam, dass ich mit einer Arbeitsweste hier rumlaufe.
dass es hier keine anderen Spieler gibt. Bin ich echt froh drum. Sonst wäre ich hier ja aber sowas von absolutes Ziel. Also das, nee. Nö, nö, das muss nicht sein. So, das noch rüber. Na, komm schon. Das. Und ich würde echt gern mal heute irgendwie. So, hat die überhaupt hier ein Inventar? Die hat doch kein Inventar, weg damit. Ich würde auch gern heute mal irgendwie, ja, an eine coole Stelle kommen. So, Airf naja, ob, na, vielleicht nicht unbedingt ein Airfield, aber zumindest so, dass ich mal irgendwie was machen kann. Ach nee, Moment, wie war denn das? Das war so. Nee. Warte mal, ich muss es in der Hand nehmen, glaube ich, ne? Musste ich das auf den Boden legen? Kann das sein? Ja, genau. Aber letztes Mal habe ich das doch einfach angehabt, oder? Bin ich doof? Hm. Egal. Aber die ist dreckig, ne? Kann das sein? Die müssen wir bestimmt nochmal sauber machen, irgendwie. So, aber beim letzten Mal, meine ich, hatte ich das Nähset. Oh, ist das verbraucht? Oh, das ging jetzt aber doch schneller als gedacht. So, was sagen denn meine restlichen Klamotten hier? Beschädigt und nass. So, warte mal. Kann ich das jetzt benutzen? Nee, ich weiß nicht mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Oder, ach so, warte mal, das könnte natürlich genau so was mit kombinieren. Ja. Ah, da spielt man mal 2 Tage nicht und vergisst alle diese paar Sachen, die man da gelernt hat, vergisst man auf einmal wieder. Unfassbar. Sehr schön. So, dann war noch die Hose. Wie? Ach, die ist makellos. Ach so, sehr schön. Die Gummistiefel sind auch makellos. Na, dann können wir ja weiter. Also die Spitzhacke sollte ich vielleicht mitnehmen, ne? Als Nahkampfwaffe. Die ist als Nahkampfwaffe echt nicht zu verachten. Muss ich schon sagen. Also, toi, 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 dass ich die habe. So. Aber jetzt will ich erstmal nach Norden weiterziehen. Durch diese wunderschöne Welt. Wirkt auf jeden Fall sehr herbstlich hier. So, Moment, jetzt müssen wir nochmal schnell auf den Kompass gucken. Achso. Da ist Norden. Alles klar. Achso. So. Was? Dem ist kalt. Ach du. Ist aber nicht schön. Wir brauchen also dickere Klamotten. Ja, krass. Cool. Ah, das gefällt mir, dass man das hier auf jeden Fall braucht. In anderen Spielen ist, also es gibt Spiele, da ist es egal, ob man im Schneegebiet oder so oder wo auch immer rumläuft. Da ist Kälte, da ist dann zwar Hitze ist ein Problem, aber Kälte ist egal. Ja, und da gibt es andere Spiele, da ist Hitze kein Problem, aber Kälte wiederum. Ne? Also es ist, kommt immer ganz drauf an. So, den da hinten lege ich jetzt um. Ich will einen Zombie töten. Ich brauche das jetzt. Na komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Okay, das war vielleicht ein bisschen creepy. Es geht auf Stimmbänder. So, kleiner Zombie. War ganz schön flott unterwegs, der Gute. Ja, dir ist kalt, ich merke schon. Guck mal, der friert nicht. Also vielleicht schon, aber dem ist es egal. Was dabei gehabt? Natürlich nicht. Tja, ich glaube, ich muss tatsächlich doch noch ein bisschen die Häuser durchsuchen. Was ich eigentlich nicht so gerne machen wollte. Aber nutzt ja nichts, wenn wir hier jetzt irgendwie noch erfrieren. Na? Aber da habe ich auch schon von einem Trick gehört, dass man sich Nahrung heiß machen kann und dann einfach in eine Taschen packen soll, dass das auch wärmt. So, da ist auf jeden Fall ein Zombie, den zerlegen wir auch noch. Dann geht der uns nicht auf den Sender. Ja.
auch nichts dabei gehabt. So, hier ist doch schön warm drin, wa? Naja, schön warm vielleicht nicht, aber zumindest wärmer als draußen. Jogginghose. Natürlich stehen die Türen offen. Kein Wunder, dass die hier alle gestorben sind, wenn die überall die Türen offen lassen. Bei der Zombie-Apokalypse, also mal ehrlich, das ist doch Fahrlässigkeit ohne Ende. Tja. Aber es wäre wirklich mal interessant zu wissen, wo kriege ich wärmere Kleidung her? Kriege ich die jetzt einfach so aus Gebäuden, dass ich da was loote, was irgendwie ein bisschen dicker und wärmer ist? Oder muss ich da irgendwie, weiß ich nicht, tatsächlich in diese High-Loot-Region und hoffen, dass ich vorher nicht erfroren bin? Also das ist, ja, das wäre schon gut zu wissen. Was haben wir denn hier? Ein Regenmantel, kann ich den drüber ziehen? Nee, wa? Gut isoliert, was ist das hier? Schlecht isoliert. Ah, okay, es gibt auch einen Isolationswert. Was ist das hier? Schwach isoliert. Okay, ich brauche also eine andere Hose auf jeden Fall. Ich finde es aber auch schade, dass ich den Regenmantel nicht noch irgendwie drüber ziehen kann. Das ist, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich glaube, so ein Regenmantel, also wenn du den anhast auf jeden Fall, dann dich ordentlich bewegst, da wird ja gut warm unter so einem Ding. Ich habe selber so ein richtig geiles Regencape und wenn ich das anhabe und mich dann so ein bisschen bewege, da fange ich aber relativ schnell an eigentlich zu schwitzen. Muss ich ja sagen, also. Naja. So, was ist das hier? Eine Kopflampe. Das ist doch mal was Feines hier. Wo setze ich die denn? Ach ja, die setze ich natürlich dahin, wo der Helm ist. Ist klar. Oh, ist ja nicht hübsch. Ich nehme die erstmal so mit. Ach, kann ich nicht, weil zu groß oder was? Boah, die 4 Slots? Mal so. Tatsache. Ich nehme sie erstmal mit. So, die brauchen natürlich zu kack 9 Volt Batterie. Ist klar. Ja, die werden wir ja wohl finden. Irgendwo. Am Horizont. Na komm her, Mütterchen. Ich erlöse dich von deinem Leid. Oh je. Dein Großmuttertöter. Alter, wie viele Zombies laufen denn hier rum? Ja, locker 4 Stück, ey. Nee, das machen wir nicht. Nee. So, ach, hier war ich ja schon, genau. Jetzt gucken wir nochmal da rein. Also, ihm wird ja scheinbar warm, ne? Aber, hier ist auch wieder nur so ein aller Regenmantel. Aber nicht so, dass ich sagen kann, es bringt was. Und ich habe immer noch das Nahrungsproblem. Egal. Wenn ich heute dann sterbe, dann ist das halt so. Dann ist das eben so. Da muss ich halt nochmal neu anfangen, aber dann weiß ich zumindest schon mal ein paar Dinge besser, als ich sie jetzt weiß. Nein, als ich sie vorher... Scheiße, ich bin zu müde. Dann weiß ich ein paar Dinge besser als beim Start, also beim ersten Mal, wie ich sie vorher wusste. So, jetzt nochmal schnell prüfen. Ob wir auch in die richtige Richtung laufen. Ja, so grob laufen wir in die richtige Richtung nach Norden. So. Jojo. Ja, das hier scheint irgendwie, was war das mal? Könnte ein alter Sportplatz hier. Obwohl, Sportplatz. Eher eine Viehweide, ne? Mit dem Holzzaun drum. Ja. Du hast schon wieder irgendwas. Du hast immer irgendwas, Junge. Ich klar. Mir tut es immer noch leid, dass ich das schöne Wildschwein vorhin nicht erlegt gekriegt habe. Ich weiß sogar nicht, wie viel Schuss man für ein Wildschwein braucht, um das tatsächlich zu erlegen. Wäre auch interessant. So. Also ihm wird auf jeden Fall wohl ein bisschen wärmer, würde ich sagen. Aber dafür geht uns auch die Nahrung aus. Mit der Zeit.
Also mal gucken, ob man den Nahrungs- und Trinkwasserverbrauch einstellen kann. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen hoch. Also wenn ich mal überlege, was ich in der letzten Folge, ja, was ich da alles gegessen habe und auch noch am Schluss, ja, da haben wir irgendwie so eine Dose mit Pfirsichen gehabt. Das ist ja Zucker pur. Und kurz nachdem ich die Aufnahme beendet habe, hat dann quasi auch der Anstieg sozusagen, ne, der Nahrung hat schon wieder aufgehört. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Also wenn ich so ein Ding futtere, dann bin ich auf jeden Fall erstmal satt und zweitens geht der Zuckerspiegel ja erstmal bombenmäßig nach oben. Ah, und hier ging das halt sofort wieder runter. Also das ist halt auch irgendwie seltsam. Ich habe mich ja da in dem Bauwagen, wo ich mich ausgelockt habe, habe ich mich ja nun nicht bewegt. Also nicht, dass ich irgendwie Marathon gelaufen bin oder so ein Quark. Na? Naja, was mir übrigens auch gerade einfällt, warum mir sicherlich auch kalt ist, ich bin ja nass. Meine Kleidung ist ja nass. Das heißt, ich sollte mal schauen, dass ich jetzt irgendwie demnächst in der nächsten Ortschaft an eine Axt rankomme oder an einen Beil. Zumal ich dann auch diese Spitzhacke hier dann, ja, wegtun. Na, ich weiß ja, ob ich sie wegtun sollte. Weil mit der Spitzhacke kann ich mir ja ein Beet anlegen. Aber dann könnte ich nämlich mal ein Feuerchen machen. Spring da rüber. Und dann könnte ich ja mal die Klamotten trocknen. Dann ist mir ja auch nicht mehr so kalt. Und wenn mir nicht mehr so kalt ist, dann geht meine Nahrung auch nicht so schnell runter. Genau. So, ich befürchte aber, das dauert wohl bestimmt wieder noch jetzt eine ganze Ecke, bis ich da irgendwo hier in eine Ortschaft reinkomme. Ja, wir werden sehen. Ah, hier gibt's Straßenschilder und so. Ein Straßenschild. Kleinen Rastplatz. Vielleicht liegt hier irgendwas rum. Mal gucken. Nö. Aha, wir sind da. Okay, also waren wir noch nicht weit gekommen. Wo haben wir denn dann angefangen? Haben wir da unten angefangen? Was? Ach, das ist Elektro. Ah, das ist das Elektro, was ich schon mal gehört habe. Okay, also haben wir da angefangen und sind dann hier irgendwie so hochgelaufen, ja? Und hier könnten wir ja gerade eben gewesen sein. Ist das möglich? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Was haben wir hier denn? Was steht denn da? Wakopka, ach, keine Ahnung. 1 Kilometer, das ist doch schon mal was. 8,7 Kilometer, Alter. Das ist aber ordentlich, ja? 8,7. Also die Karte muss ja ordentlich groß sein. Weil wir sind ja nun auch schon eine ganze Ecke gelaufen. Jetzt zwar nicht straight geradeaus, aber dennoch eine ganze Ecke. Hammer. Und auf der Karte begegnet man sich so, ja? Auch so unterwegs mal? Gut, wenn man jetzt so wie ich so trottelig auf der Straße läuft, dann garantiert. Aber wenn da einer so richtig hier so survivalmäßig durch den Wald läuft, den findest du auch niemals. So, ich kürze jetzt mal ab. Ich folge jetzt einfach mal den... Ach, gute Idee. Gute Entscheidung. Ich folge jetzt einfach mal den Stromleitungen. Das ist wie in diesem Dinosaurierfilm. Das sind aus Ende der 90ern. Ihr wisst, welche ich meine. Mit Raptoren. Ich jetzt hier namentlich nicht erwähnen. Nachher kriege ich dann noch einen Strike, weil ich hier Urheberrechtsverletzung begangen habe. Na, aber da war es ja auch so in diesem Kontrollraum da mussten ja auch dem großen Röhrenbündel und dem Stromkabel folgen. Bis dann nur noch der Arm runterfiel. So, hier machen wir erstmal zu, damit wir hier nicht überrascht werden von irgendeinem Ghoul. Und dann stellen wir fest, dass hier nichts ist. Gut. Und trotzdem zu. So. Das ist ein hübsches Dörfchen, ja? Echt, sieht gut aus. Gefällt mir. Also das Ambient hier ist schon Hammer. So, was ist das hier? Ein Hemd. Schwach isoliert. Das kann ich doch auch wieder nicht runterziehen, ne?
Nee, natürlich, natürlich nicht. Trainingsjacke. Schlecht isoliert. Ja. Okay, also das habe ich zum Beispiel gar nicht beachtet jetzt so bei meiner Klamottenauswahl. Dass das ja auch eine Rolle spielen könnte. Da ist jetzt natürlich die Frage. Halt mal die Tür zu hier, Mann. So, das. Was sind das hier? Ushanka. Die, ach so, so eine geile Russen. Ich sag da mal Russenmütze zu. Gut isoliert. Was ist das hier? Sehr gut isoliert. Ja, ich würde mal sagen, dann wird jetzt mal. Da wird das jetzt mal weichen, ne? So, hier haben wir nochmal so eine Trainingsjacke. Die ist ja schlecht isoliert. Ich finde es schade, dass man Helm und vielleicht irgendwie so eine Skimaske. Gut, die wird man wahrscheinlich kombinieren können, ne? Aber ich lasse das jetzt so. Ich meine, ist ja kein Problem. Also egal, ob der Helm da so, so großartigen Schutz jetzt bietet. Meine, würde jemand auf meinen Kopf schießen, dann wäre es eh egal, ob ich da einen Helm anhab oder peng. Was haben wir hier für ein sexy, schönes Ding? Ein Kragenkleid. Ein Jeansrock. Schlecht isoliert. Alles schlecht isoliert. Ein Wanderrucksack. Brauche ich aber auch nicht. So, Alter. Vier Zombies mit Muss. Also ich gucke, dass ich die ein bisschen umlaufe. Ich will die auf jeden Fall platt machen. Aber ich kriege die nicht alle auf einen Schlag. Sag mal, ist das hier ein Apfelbaum? Das ist ein Apfelbaum. Ich bin immer noch irritiert von diesen Geräuschen, die man macht, wenn man sich umdreht. Also wenn mich jetzt einer mal entdecken würde, wäre das ganz toll. Wenn ich gleich das ganze Bataillon hier am Arsch kleben habe. Hier, hu. Hallo? Hallo? Kuckuck. Nicht ignorieren. Na gut. Nehme ich den da. So, der hat schon mal nichts dabei. Ey, wie viel sind hier denn von diesen... Alter! Verflucht. Ja, du hast recht. Bleib mal entspannt. Ja, die weiß nämlich jetzt nicht, was er machen soll. Aha. Ein verwirrter Zombie. Na also, da bist du doch. Wow. Schönes Ding. So, zwei weg, bleiben noch 50. Das ist aber wirklich viel, ja? Hier, wir sind noch so eine komische Sportskanone. Komm her. Ah, hier ist ein Brunnen. Geil. Kann ich gleich mein Wasser auffüllen. Ja. Ah ja, na endlich. Zack. Immer schön in der Birne. Jawoll. Die hat was zum Mampfen dabei. Dosenspaghetti. Geil. Geil. So. Kann ich die hier noch reintun? Nee. Was ist denn hier drin? Ach, die Knochen sind hier noch drin, ne? Ja. Das Magazin. Ich müsste eigentlich auch mal Magazine wegschmeißen, ne? Ja, ich kann eigentlich auch die demolierte Waffe hier, die schmeiß ich auch mal weg, komm. Für die CR-70 habe ich da überhaupt Munition? Ach so, ja, gut, für die CR-75 habe ich Munition. Was habe ich denn hier? Hier ist eine MK2. Was habe ich denn da? MK2, hier sind zwei Schuss, da ist ein Schuss. Kann ich das hier, die Munition, irgendwie entnehmen? Die kann ich aber auch nicht kombinieren. Ist auch ein bisschen doof. So, machen wir was? Dann machen wir das jetzt ganz anders. Na klar.
dann nehme ich aber lieber dies hier. Also wenigstens zwei Schuss drin. Dann muss ich die ganz schnell wegstecken, glaube ich, weil dann... Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe doch da gerade... Hä? Ich habe doch hier gerade zwei Schuss reingefüllt. Wieso schießt die Wummi jetzt nicht? Das raffe ich jetzt nicht. Ist noch mehr Munition. So, angeblich 5 Schuss. Oh. Na komm schon. Ey, sag mal Leute, das ist doch jetzt nicht wahr. Wie kann das denn sein? Das gibt's doch nicht. Also. 22 LR Munition. Guck mal, die benutzt diese. Ach, die benutzt sogar die Munition. Das ist ja geil. Moment. Vielleicht ist doch einfach. Achso. Genau. Ich leg das mal weg. So, machen wir mal so. Wir kombinieren mal. So, das Magazin ist jetzt voll. Gut, wenn ich das jetzt in die Hände nehme, das kombiniere. So, müsste... Oder warte mal, muss ich vielleicht erstmal... Ne, wenn ich R drücke, passiert gar nichts. Ey, das gibt's doch nicht. Ich lade die Munition hier voll und es passiert nichts. Also, das gibt's doch nicht. Jetzt mal ohne Spaß. Was habe ich denn hier für eine komische Billigkanone? Das muss ich jetzt erstmal hier wegpacken. Das finde ich jetzt irgendwie seltsam. Kann ich denn die Munition irgendwie wieder rausnehmen? Nein. Och Mensch. Ja, keine Ahnung. Dann komm, Kopflampe weg. Ich spiele eh nur am Tag. Das ist ja wohl mal der größte Käse des Jahrtausends. Ey, lädst ein Magazin, ein volles Magazin. Es klickt einfach nur. Also Wahnsinn. Oh, hat er mich gesehen? Na Gott sei Dank. Ja, das ist super. Klasse. Sportlich, mein Freund. So. Gehst aber sportlich zu Boden. Was hast du? Streichhölzer, makellos. Wie können denn die Zombies den ganzen Tag hier draußen rumlaufen, makellose Sachen dabei haben? Hochinteressant. So, gibt es hier irgendwelche Samen, die ich mitnehmen kann? Natürlich nicht. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen mit Essen vollstopfen. So, tolle Schuhe. Hurra. Tür zu. So, was haben wir hier? Kaban. Sehr gut isoliert. Das hört man gern. Das ist doch wunderschön. Tauschen wir doch nochmal. Und dann muss ich... Ich muss irgendwie rauskriegen, warum diese Wumme nicht schießt. Ja, das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. Ist das, weil die jetzt... Oder vielleicht, weil die beschädigt ist, dass sie deswegen nicht vernünftig ballert? Keine Ahnung. So, oh, schick. Schickes Teil, ja, doch. So, was ist das hier? Moderat isoliert. Wie sind denn meine hier? Schwach isoliert, ja komm. Nimmst du die Dinger da. So, ach, guckt mal einer. Schau, die Temperatur geht hoch. Was haben wir denn hier? Verpackte 357er Munition. Ist nicht wahr. So. Dann würde ich sagen, weg mit der Spitzhacke. Das da und das da und die Dose öffnen. Aber ich finde das so schade, dass man das nicht sieht. Alles sieht man so, jede Aktion so gefühlt. Ja, aber das sieht man nicht, das ist echt schade. Egal, wir essen. Oh, habt ihr das gesehen? Zwei Bissen genommen und zack, geht gleich hoch. Ach! Nee, das links unten ist aber nicht unser Magenvolumen, oder? Nee, das ist die Ausdauer. Ach, Moment.
Moment, ich will mal was ausprobieren. Vielleicht, weil das Symbol hat sich ja gerade geändert. Mal was ausprobieren. Muss ja auch trinken, nicht? Das ist interessant. Oh, eine coole Sonnenbrille liegt hier rum. Komm, die setzen wir uns mal auf hier, komm. Yeah. Wir sind voll krass drauf. Komm her, du Arsch! Du hast ein Nähset, das brauche ich. Weil ich sehe nämlich gerade, ich mir jetzt hier hinhocke. Achso, das ist einfach nur in der Hocke gehen. Ja, gut, okay. Ich habe gedacht, vielleicht ist das dann, wechselt das dann zu einer Anzeige für Lebensmittel oder sowas. So, da füllen wir mal das Fläschchen auf. Nice. Schön. Also vom Geräusch her, cool, auf jeden Fall. So, das Ganze hier damit nochmal. Geil. Einfach geil. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal zwei volle Flaschen mit Wasser. So, ich hoffe, dass mit der Nahrung, dass das jetzt ein bisschen hinhaut, dass da jetzt ein bisschen was hochgeht noch. Dass man vielleicht der komische, das Apfelsymbol da mal voll wird. Ich höre ein Hühnchen. Wo ist es? Oh, da ist es. Da nehme ich jetzt das Gewehr, da weiß ich wenigstens, dass es schießt. Sag mal, willst du mir jetzt ver... Achso. Ist kein Magazin drin. Wie? Warte mal, wie? Was? Oh nö, wo ist denn das Magazin auf? Da habe ich jetzt die falsche Waffe. Oh nee, shit. Aber was habe ich da eine Munition für? Nee. Och nee, habe ich jetzt echt das Magazin von der Sporta verloren? Oh Leute, das ist doch jetzt nicht euer Scheißernst hier. Och Mann. Super. Super geil, super. Ich habe Waffen, die nicht schießen. Waffen mit vollem Magazin, wohlgemerkt, die nicht schießen. Das kann nicht echt. Und das Nahrungsding geht immer noch runter. Ey, Leute, das kann nicht sein. So, wieso steht denn hier keine Patrone? Das ist doch nicht normal. Was ist denn das für ein Spiel? Der sagt hier, oder was ist das für ein Symbol hier? Das gibt's doch nicht. Ah, okay, alles klar, ich sehe, was das Problem ist. Hier ist ein Verklemmer drinne. Scheiße, und wie löse ich das jetzt? Deswegen schießt das Teil nicht. Warte mal. Ich leg die mal weg. So, hier ist kein Verklemmer. Hier habe ich ja Munition, nicht wahr, nicht? Nee, die lege ich mal kurz nicht ab. Moment, Moment, jetzt muss ich überlegen. Genau, das da. Und habe ich dafür noch Munition, so allgemein? Die kann ich doch mal kombinieren hier. Sieht nicht so aus, ne? Nee. Schade. Also 5 Schuss. Na gut. Alles klar, da habe ich einen Klemmer, deswegen funktioniert das nicht. Jetzt gerade die Hölle auf Erden entfesselt. Aua. Aua. Die Pistole weg. Ah, shit, ich hab die ja in der Hand. Die Spitze habe ich ja dabei. Na, komm her, Mütterchen, komm her. Ah, Bulli entfesselt die Hölle auf Erden. Komm her.
Ich mache euch alle kalt. Noch kälter, als ihr schon seid. Ha! Ihr Weicheier. Spitzhacken-Power hier. So. Mal sehen, haben die was dabei? Weil sie schon alle jetzt hier auf einen Stapel liegen hat. Gut, die haben nichts dabei. Schade. Egal. Ach cool, ich häute die mit der Spitzhacke. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sehr schön. Die Gedärme, steckt er die? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, jetzt. So, was habe ich denn hier? U70. Yo. Ja, das Stück Fleisch würde ich ja gerne mitnehmen, aber das kann ich mitnehmen. Zack. Wunderbar. Jetzt fehlt uns aber trotzdem immer noch ein Beil oder sowas ähnliches. Was ist denn hier? Aha. Gut. So. Suche Eingang, suche Eingang. Ist doof. Ja, ich bin doof. Ein roter Motorradhelm. Aber mir ist schon aufgefallen, so in diesen kleinen Ortschaften findet man hier keinerlei Waffen, ne, so richtig. Ach ja, alles klar. AK-Munition findet man. Supergeil. Tja, was muss ich... Komm, ich hau eine Packung Streichhölzer weg. Kombinieren kann man die ja nicht, ne? Ne, oder? Ne, nur tauschen. Was habe ich denn hier? Dosenöffner? Dosenöffner. Na gut, Dosenöffner brauche ich. Aber hier ist ein Wurm. Ach komm, weg damit. Scheiß drauf. Ich gehe nicht angeln. Ich gehe nicht angeln. Und wenn, suche ich mir neue Würmer. Ist ja egal. Kann man ja ausbuddeln. Aber eigentlich hat das ja gut was gebracht mit den Zombies eben, ne? So ist jetzt wenigstens das Ding hier, gesäubert, das Gelände. Und ich kann hier ganz in Ruhe... Oh, das ist auch so doof gemacht mit den Türen, ey. Meine Güte. Kann ja noch so ein bisschen rumgucken. Aber ich befürchte fast, dass man hier echt immer nur denselben Quatsch findet. Nein, Metallsäge brauche ich nicht. Also irgendwie loot-technisch habe ich das Gefühl, finde ich immer dasselbe. So immer dieselben 5, 6, 7 Sachen. Aber niemals so Sachen, die man mal wirklich braucht. Schrot. Was ist das hier? Komm, Gummigeschoss braucht kein Mensch. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Was haben wir hier? Einen ollen Baseballschläger. Die schlechteste Waffe, glaube ich, gegen Zombies, die es gibt, außer man kämpft mit Fäusten. So, what have we here? Ach ja, alles klar. Ja. Ist okay. Gut, ich probiere jetzt mal weiter nach Norden zu laufen. So. Wenn ich denn mal irgendwie... Dankeschön, da ist Norden. Ungefähr da. Es hat die Sonne so doof drauf geschienen, dass ich ja fast nichts gesehen habe. Aber das mit der Nahrung, das raff ich auch nicht, ne? Man ballert sich eine komplette Dose Spaghetti, ja? Also, wenn ich mir so eine Dose mit 800 Gramm oder 400 Gramm oder was sie auch immer, ich glaube 400 Gramm haben die, wenn ich mir so eine Dose reinpfeife, ey, dann habe ich aber erstmal ordentlich was im Magen. Und nicht so, dass ich so, ach ja, so 10 Sekunden und danach habe ich schon wieder Hunger, oder? Nee. Egal. Egal, egal, egal. Oh, das ist geil. Diese Natur hier. Hammer, diese Landschaft. Hm.
Gut. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis ich das nächste Mal wirklich abkratze. So was. Und vor allem bin ich mal gespannt, wann ich endlich mal... Hier läuft ein Zombie mit Nabalachai. Okay. Das ist ein Priester-Zombie, ist hier oben eine Kirche, wa? Ja, lass mal den mal Zombie sein. Das haben sie schon geil animiert hier, ja? Echt Hammer. Echt Hammer. Da unten durch rechts wieder irgendwelche Geräusche. So, da ist wieder so ein Schotterweg. Aber meine Körpertemperatur geht wieder ein bisschen nach oben. Ist auch ein Schotterweg. Ich folge mal dem Schotterweg also über den Hügel da. Mal sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht findet sich ja mal was Interessantes. Wir werden sehen. Ein Jägerstand. Den Jägerstand werde ich auf jeden Fall auch erklimmen. Vielleicht gibt es da ja was. Ja, sorry Leute, dass ich hier nur irgendwie immer nur durch die Gegend laufe, aber ich finde ohne Karte mich ja leider auch überhaupt nicht so richtig zurecht. Zumal ich halt das Spiel und die Maps ja auch überhaupt gar nicht kenne. Das ist halt auch so ein Problem. Okay, haben wir hier was? Hier liegt ein Jagdmesser rum. Das ist gut, weil dann wäre ich hier dieses Küchenmesser... Ach, das ist schon das Jagdmesser. Ich dachte, das wäre das Küchenmesser. Hier ist das Küchenmesser. Dann lege ich das jetzt nämlich ab und nehme dafür hier das Jagdmesser mit. Ich glaube nämlich, das Jagdmesser ist mit Sicherheit sogar besser als das Küchenmesser. Lass dich runterrutschen. Es gibt ja auch irgendwie Wölfe im Spiel, ne? Gespannt, ob wir so einem noch begegnen. Ach, seht ihr, was mir gerade einfällt. Habe ich hier überhaupt eine Munition? Ich tausche das mal aus. Was brauchen die für Munition? 9x19. Habe ich sowas noch irgendwo? Ja. 2 Schuss. Wow. Das schon mal weg. Das in die Hand. Das auch mal kurz weg. Das auch aus der Hand. So, zack. Und kombinieren. Sehr schön. Ich noch irgendwie so eine Munition. Was ist das hier? ACP. Die kriege ich da wahrscheinlich nicht rein, ne? Ne, habe ich mir schon fast gedacht. Die sowieso schon mal gar nicht. Die auch nicht. Und das ist ja für die LR, wo ich das Magazin weggeschmissen habe. Ich hält. Naja, ist nicht mehr zu ändern. Gut. Kommt das wieder weg. Das kommt in der Hand. Kombiniere. Wunderschön. So, das Ding nehme ich auch wieder mit. So, jetzt habe ich die Knarre nämlich auf der 3 liegen. Falls was sein sollte, da kann ich sie wenigstens schnell ziehen. So. Vielleicht ist das ja auch gar kein Survival-Spiel. Das ist ein Spaziergeh-Simulator. Genau. Ein Simulator für Natur. Ich gehe mit meiner Spitzhacke und meine Spitzhacke mit mir. Ich erklimme die Berge, sie verschwinden unter mir. Oder so ähnlich.
Ach komm. Ich will jetzt endlich mal irgendwas Cooles, was Cooles sehen irgendwie. Keine Ahnung. Gibt's doch nicht. So, jetzt sind wir gleich hier auf der Spitze des Berges, aber ich vermute mal, wir werden nicht viel sehen. Weil alles volle Bäume. Oh, warte mal. Moment, hier ist ein Weg. Hier ist ein Pfad. Hier ist ein Pfad. Ein Pfad ist schon mal gut. Die Geräusche hier im Wald, die gefallen mir echt gut. Also der Wind in den Bäumen und alles. Ey, das ist so geil. Das ist so eine schöne, tolle Atmosphäre. Hätte ich nie gedacht, dass das Spiel sowas hergibt. Ich hätte es schon viel früher spielen sollen. Echt mal. Oh, was ist das hier? Aha. Ein Stein mit einer Flagge drauf. So. Bin mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Da hinten sehe ich, glaube ich, wieder eine Straße, ne? Ja, scheint so. Aber ich sehe im ersten Blick nichts Interessantes, Relevantes. Das gibt's doch nicht. Ah, nochmal ein Hochsitz. Da kann ich ja da nochmal hoch. Hoch auf den Hochsitz. Och je, och je. Ein Kompass. Ist ja besser als der, den ich habe. Was habe ich dafür einen? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Orientierungskompass, makellos. Und das ist jetzt einfach nur ein Kompass. Klassischer Kompass. Der nimmt ja hier zwei Plätze weg. Wie viel nimmt denn der? Der nimmt auch zwei weg. Ich guck mir mal, wie der aussieht. Vielleicht sieht der auch einfach schicker aus. Wer weiß. So. Und die 5. Bitte was? Nein. Dann lieber hier diesen hier. Diesen hießen. So, ach so, wenn ich hier gerade schon mal bin, sehe ich denn hier irgendwie mal was? Ich sehe außer Wald und Wiesen hier nichts. Das ist ja Hammer. Wie weit sind denn diese Ortschaften entfernt? Krass. Das ist echt heavy. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe auch überhaupt null Plan, wo ich bin. Ich glaube, ich würde auch im Leben nicht wieder zurückfinden. Niemals. Ich habe auch echt keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Vielleicht muss ich mal irgendwie gucken, ob es eine Mod gibt mit einer Map, dass man nicht ganz so plan- und hirnlos durch die Gegend läuft, wie ich das hier gerade tue. Ich meine, das ist ja auch für euch todsterbenslangweilig. Ihr hört hier einen Typen, den ihr nicht kennt, rumbrabbeln, irgendeinen Schwachsinn erzählen, der hier durch die Gegend läuft und hier wunderschöne Landschaften zeigt. Ja, ein paar Zombies mit der Spitzhacke tötet und weiterläuft. Weil das ist ja nun nicht spannend. Das ist ja nun alles andere als spannend. Aber ich kann es auch irgendwie nicht ändern. Da ist nochmal ein Hochsitz. Dann laufe ich da jetzt nochmal hin. Ich weiß auch gar nicht, kann man denn eigentlich diese Aus... Oh, warte mal, da ist irgendwas. Oh gut, was ist das? Was ist das für ein riesiger Turm? Ich bin gespannt. Da laufen wir jetzt hin. Ich will zu diesem Turm. Ich will wissen, was das ist. Könnte so eine Art Sendemast sein. Sag mir nicht, dass das Airfield ist.
Könnte das sein? Vielleicht der Funktower oder sowas in der Richtung? Ich laufe da jetzt. Ich will das jetzt wissen. Das wär's ja jetzt. Das wär's jetzt. So. Die Sonne steht auch noch schön hoch. Das heißt, es wird auch erstmal nicht dunkel. Dort unten, da sehe ich doch was. Ist das ein Bauwagen? Das ist ein Bauwagen. Aber der ist nicht so interessant wie dieser riesige Turm da hinten. Ach, ich laufe zu dem Turm. Da steht aber noch was, ne? Nee, das sind Bäume. Das sind einfach nur noch nicht so richtig gerendert. Steht einfach mal mitten in der Walachei. Hier ist so ein komischer Bauwagen. Ist ja auch geil. So, jetzt nochmal schnell auf den Jägersitz. Dann geht's weiter zu diesem ominösen Turm da hinten. Und am Ende ist das nur irgendwie so eine Art Wetterstation, ey. Dann weiß ich nicht, flippe ich ab. Was liegt denn da am Patron oder was ist das? Schrotpatron. Ja, nice. Zwar keine Schrotflinte, aber zumindest schon mal Schrotpatron. Das hat doch schon was. So, da hinten sehe ich aber auch schon wieder ein paar Gebäude. Also hier ist doch das ein oder andere Interessante. Aber wie gesagt, das Interessanteste ist jetzt erstmal da hinten dieser große, ominöse Turm. Wer weiß, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall ist das dann vielleicht ist es ein würdiger Abschluss für diese Folge, dass ich heute tatsächlich nochmal was Interessantes finde. Ich hoffe, ich laufe noch richtig, aber ich glaube, so grob laufe ich richtig. Ich so eine Ausdauer wie der Typ hier hätte, ne? Ich wäre glücklich, Leute. Ich wäre so glücklich. Aber damit kann ich definitiv nicht dienen. Unfassbar. Das ist sehr lange her. So als Jugendlicher. Ich meine, ich denke mal, der eine oder andere kennt das. So in der Schulzeit viel Sport gemacht und so und auch schlank gewesen und hier und da. Und dann war ich Schule vorbei und auf einmal macht man keinen Sport mehr. Man isst aber noch ganz normal wie vorher und dann, tja, kommt eins zum anderen. Und man wird, ja, dick. Nehmen wir es gut gepolstert oder kräftig. So. Okay, das ist auf jeden Fall irgendeine Art Sendemast, würde ich mal sagen. Schon mal nicht das Airfield, würde ich behaupten. Obwohl, ich habe ja wie gesagt keine Ahnung. Aber ich denke mal eher nicht. Da hier ist wieder eine Straße. Ein Steinhaufen. Achtung, Kühe. So, lauf auf den Sendemasten zu. Vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn wir mal zu dem Sendemast auf jeden Fall da dann hingehen. Vielleicht können wir von da aus mal, wenn wir da hochkraxeln, dass wir da endlich mal irgendwie was sehen und uns mal einen Plan machen können, wo wir hingehen. Das wäre ja mal was, oder? Das wäre mal was. Junge, Junge. Es ist aber doch eine ganz schöne Strecke zu diesem Mast, ja? Ich habe das ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Ich hätte gedacht, das ist näher dran. Okay, das ist aber schon ein eingezäuntes, abgesperrtes Gelände. Das macht es auf jeden Fall schon mal interessant. Na, gucken wir mal.
Kann auch sein, dass er außer dem Sendemast und drei Parkplätzen nichts weiter ist. Da ist noch so ein Mast. Aha, aha. Es wird immer interessanter. Würde ich meinen. Für mich. Ich denke mal, die, die das hier gucken, falls euch jemand sieht, finden es vielleicht nicht ganz so interessant. Aber ich finde es halt mega interessant, weil es für mich halt einfach neu ist. Und ich will jetzt wissen, was da ist. Warum es hier ist. Aha, ich sehe Gebäude. Was ist das hier? Gucken wir uns erstmal das hier an. So, was ist das? Ist das was? Das ist nichts. Ein Belüftungsschacht? Was? Ein Panzer? Ey, wie geil ist das denn? Okay, das ist cool. Ist das, dann ist das hier wohl so eine Militärbasis, ja? Das ist ja mal nice. Aha. Auch schon bessere Zeiten hinter sich, der Gute hier, wa? Okay, Leute, ich habe offenbar meine erste Militärbasis entdeckt, so wie das hier ausschaut. Na, das ist doch mal was. So. Capri-Hose. Schwach isoliert. Das ist aber noch irgendwas. Schiebermütze. So, ich bin gespannt, ob ich hier jetzt irgendwie ein bisschen coole Ausrüstung oder sowas finde. Obwohl, das ist eher mehr eine Radiostation als eine Militärbasis, oder? Mal steht zwar ein Panzer, aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts, was so super militärisch aussieht. Aber durch diese ganzen Antennen, das wird eher eine Radiostation sein. Aber die muss ja irgendwie einen Keller haben, wenn da hinten so ein Belüftungs... Schacht, Schornstein, wie auch immer. Irgendwie sowas. Machen wir mal zu hier. Ah, oh, ist ein alter Kaban. Nee, komm. Na toll. Ich dachte, ich hätte irgendwas Cooles gefunden und es ist irgendwie doch leider doch nur Käse. Schade. Schokolade. Was ist das hier? Bestimmt eine Mauer? Ja, natürlich ist es nur eine Mauer. Och, Manu. Ja, komm, gib mal ein bisschen Kit. Ach, warte mal, was ist das denn? Okay, da ist auch nochmal so ein bisschen was. Aber das ist ja auch schon wieder außerhalb der Umzäunung. Da hinten steht auch... Egal, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ich will da jetzt mal ein bisschen gucken. Vielleicht sieht man ja was. Ich muss ja auch nicht, vielleicht nicht ganz hoch. Ja, ja, du bist schon wieder am Japsen, Kollege. Ist okay. So. Na komm, kletter mal ganz hoch. Wir wollen ja mal nicht so sein. Wir wollen ja auch was sehen. Düm, 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 düm. Meine Handschuhe sehen auch nicht mehr so geil aus. Die muss ich mal reparieren. Das ist ordentlich hoch. Ja, aber das ist jetzt echt, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Leute, das ärgert mich jetzt gerade. So im ersten Moment, man kommt da hin, man sieht, oh, Panzer, krass, das muss irgendwie was Cooles sein. Dann, bäh, Pustekuchen. Nix Cooles. Einfach nur irgend so ein oller, schäbiger Radioturm. So, naja. Jetzt können wir hier noch ein bisschen gucken. Was ist das? Das sieht interessant aus, glaube ich. Da könnte man auf jeden Fall noch mal hin. Tja, der Nebel macht es einmal ein bisschen schwierig. Wirklich mal was zu erkennen. Aber ich würde sagen, unser nächstes Ziel, das da.
Gut, Leute, vielleicht mag mir der ein oder andere mal sagen, wo ich mal hingehen kann, wo man auch mal coolen Loot oder irgend sowas findet, dass ich hier mal aus dieser Flaute rauskomme. Das ist doch, weiß ich nicht, das ist doch nicht normal. Ich hätte halt einfach gern mal so, weiß ich nicht, irgendwas Interessantes einfach. Eine Militärbasis oder meinetwegen auch das Airfield, keine Ahnung, das ist mir eigentlich relativ. Hauptsache mal irgendwas, was sich auch mal irgendwie lohnt zu besuchen und zu looten. Weil ewig nur irgendwelche Nähsets oder sowas einpacken, das ist nicht meins. Also, dafür spiele ich das ja nicht. Ja, dann, weiß nicht, da, also, irgendwie diese ganzen Klamotten da, ne, das ist ja. Man will ja auch irgendwie was schaffen. Und ich habe das Gefühl, ich schaffe irgendwie gar nichts. So, ich Basebau, ja gut, das kann man natürlich auch machen, aber das ist ja auch irgendwie jetzt nicht so spannend. Und ich meine, ich spiele jetzt halt eben nur PvE, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Aber ich will auch das Spiel kennenlernen. Das nutzt mir ja auch nichts, wenn ich ja alle 5 Minuten weggeballert werde, weil ich ja auf irgendeinem Server voller schießwütiger Hau draus bin. Ne? Das nutzt ja auch keinem was. Also mir nutzt es gar nichts, weil da lerne ich das Spiel nicht kennen. Da lerne ich es höchstens hassen, weil ich mir denke, ja super, wenn du eh nur erschossen wirst, dann kannst du es auch bleiben lassen. Ne? So, ich laufe, das ist jetzt das Letzte, was ich heute Abend mache. Ich laufe da vorne jetzt noch hin. Und wenn da nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Also von weitem sieht es interessant aus. Ich bin gespannt. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Bei dem Guten ist auch kalt, ey. Es ist auch so eine Sache. Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Hose. Ach ja. Sollte mir vielleicht auch mal wieder eine Gruppe suchen, mit der ich zusammen zocken kann. Wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Aber cool wären natürlich auch ein paar Leute, die eigentlich genauso eine blutigen Anfänger sind wie ich. Weil es ist ja auch langweilig, wenn man irgendwie mit Leuten zusammen spielt, die das Spiel schon, keine Ahnung, seit 2000 Stunden oder länger spielen. Erstens ist mal so ein Leuten nur ein Klotz am Bein. Und zweitens, ja, es bringt einem auch irgendwie selber nichts. Also ich persönlich fände das halt nicht so sinnig. Man ist natürlich schön. Man kann einem Newbie wie mir natürlich dann viel zeigen und beibringen und so. Aber man möchte ja auch so Sachen selber rausfinden. Ne? Man möchte ja selber herausfinden, wo es was gibt. Klar, so ein bisschen Hilfe ist immer cool, ne? Aber wenn ich mir jetzt jemanden suchen würde, der das Spiel halt schon in- und auswendig kennt, so, der startet, der sucht sich seine erste kleine Ausrüstung vielleicht noch zusammen, ein paar Klamotten, eine Nahkampfwaffe oder sowas und vielleicht noch eine Pistole und dann latscht der los Richtung Militärbasen. So, dann habe ich aber zum Beispiel noch vom Spieler nicht so viel gesehen. So, auch von der Startumgebung noch nicht wirklich was gesehen. Und auch das finde ich eigentlich interessant. Wo kann man in der Anfangsumgebung, im Startgebiet, wo kann man da was finden? Auch das finde ich persönlich ist ja auch so ein interessanter Faktor. Und was gibt es da so alles in der Region? Ich meine, wenn ich jetzt nur straight irgendwo dann hinlaufe und da irgendwas loote, nur weil es da halt fetten Loot gibt, ja gut, weiß nicht. Kann ich auch irgendein 0815 Rollenspiel spielen, wo ich auch nur so einen diesen engen Handlungsstrang habe. Das ist dann genau das Gleiche irgendwie. So, das ist ja. Was soll das sein? Eine Burgruine? Was mit Zombies und einem Toilettenhäuschen? Komm, ich bin bereit. Nichts mitgehabt, der Gute.
So, gucken wir mal, ob ich hier noch was irgendwas cleanen muss. Das ist in der Tat eine Burgruine. So, wir gehen nochmal aufs Klo. Was? Ein Zielfernrohr. Was habe ich denn hier? Ach so. Ich muss was wegschmeißen. Ich muss irgendwie was wegschmeißen. Ach komm. Geh weg. Ah ja. So, ich habe zumindest... Wofür ist dann das? Für die Mosin und das SK. Okay. Habe ich beide nicht. Nehme ich mal an. Was habe ich denn hier? Ne, die wollte ich nicht. Die BK. Da kriege ich das wahrscheinlich nicht drauf, ne? Ja, mal gucken. Nee. Schade. Gut, aber immerhin. Ich frage mich allerdings, was macht ein Zielfernrohr auf dem Klo? Ein Fernglas. Das wird ja mal besser. Wie groß ist das? Boah. Okay, kleiner ging es nicht, wa? Lass ich den Dünger hier... Der ist noch halb voll. Aber der nimmt so viel Platz weg. Komm. Ich werde jetzt eh kein Feld mehr anbauen in nächster Zeit. Scheiß der Hund drauf. Was haben wir hier? Was hat dich der Rucksack? Eine Sprite und eine Batterie. Nehme ich die Batterie mit? So wie vorhin. Oh, wie viel Platz hat man? Meiner hat 80. Mein Bergsteiger-Rucksack. So. Aber wenigstens gibt es hier mal ein bisschen was zu looten. Da sind noch mehr Ruinen. Aber die Burg hier gefällt mir. Die ist cool. Ist optisch, macht die echt was her. Ich mag ja generell sowas, ne? Im Mittelalter stehe ich ja voll drauf. Da gehe ich ja eigentlich voll drin auf. So, noch ein wasserdichter Rucksack. Also Rucksäcke gibt es ja ordentlich. Wie man sieht. Ja, komm. Ach, da bleibt es halt offen. Blöde Tür. Hier ist ein versiegelter Brunnen. So, rein in den alten Bergfried. Ab und zu mal die Tab-Taste drücken. Gerade hier so bei so Fenstern. Also Fensterschlitzen. Ob es da vielleicht mal was zu looten gibt. Also zu finden gibt. Hier mit, hier so als, das Ding als Basis aufbauen. Oh, was haben wir hier? Slugs? Ein Wärmekissen. Kleiner Einweg. Hätte ich für begrenzte Zeit warm. Wenn du sie, oh, das nehmen wir mit. Das ist ja geil. Also das hier als Base, ja. Oh, das erinnert mich an so ein schönes, Moment, ich habe eine Idee. An so ein schönes altes Spiel. Was ich auch ewig viel gespielt habe. Da habe ich fast 4000 Stunden drin. Life is Feudal. Achso. Durch so geht das. Okay. Ja, schön. Schön, schön. Aber wie Sie sehen, sehen Sie immer noch nichts. Das ist eine olle Feldmaschine. Aller Mähdrescher? Ne, ich sehe ja gar nichts von Nutzen. Tja. Was ist das da? Das ist auch so ein Feldkram. Ja, ich sehe ja gar nichts. Ich muss mal gucken, wo diese Burg hier auf der Karte ist. Ich werde mir das mal angucken. Und da werde ich mich mal ein bisschen vorbereiten zum nächsten Mal. Und dann versuche ich mal in der nächsten Folge dann wirklich mal irgendwie zu irgendeiner interessanten Location zu kommen. So, ja, das war jetzt heute wirklich nur fast eine reine Lauffolge. Es tut mir leid. Liebe Leute, es tut mir echt wahnsinnig leid. Aber so ist das halt manchmal. Na, wenn man sowas halt nicht kennt und auch keine Ahnung von der Umgebung hat, tja, dann kommt halt auch mal sowas bei raus. Ich bedanke mich natürlich trotzdem fürs Zugucken und würde mich freuen, wenn es da ein bisschen Unterstützung vielleicht von euch gibt, so den ein oder anderen Tipp.
Ne? Das wäre mega cool, wenn ihr da was wisst und mir vielleicht helfen könntet, mir sagen könntet, wo ich von hier aus dann hingehen könnte, wo es halt auch Sinn macht, falls ich da durch die Map jetzt nicht durchsteige. Ich habe ja auch keine Ahnung, ob die lesbar ist oder nicht. Weil bisher war ja irgendwie alles auf Russisch und ja, ich spreche halt nicht wirklich Russisch. Ich kann es nicht lesen, ich verstehe es nicht und von daher ist das natürlich dann auch schwierig. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Start ins Wochenende. Haut rein, Leute, macht's gut!